man hat ja viele Ideen. Die entscheidende Frage ist, die guten von den nicht so guten zu unterscheiden. Und zeitweise war das auch nicht klar, ob ein Film in einer Einstellung zu drehen überhaupt eine gute Idee ist. Und damit bin ich schon relativ lange so schwanger gegangen, sagt man wohl. Und dann habe ich mich dafür entschieden, aber auch, weil andere Einflüsse so reinkamen. Weil ich einfach Lust hatte oder Mut der Verzweiflung mal was anders machen wollte. Weil ich auch das Gefühl habe, dass so das Wilde und das nah an der Katastrophe gebaute dem Kino, dass es so in der Gefahr ist, dass es immer mehr verschwindet, dass immer weniger riskiert wird, dass alle so wissen, wie man professionell Filme macht. Und dann ist das so eine Folklore, so, die dann unter professionell abgetan wird. Also wir haben in Victoria ganz viele Sachen gemacht, die total unprofessionell sind. Kein Mensch interessiert sich dafür, dass irgendwas gut gemacht wird. Es wird entweder, soll das richtig geil werden, oder es wird halt richtig scheiße, aber gut ist keine Dimension fürs Kino. Kein Mensch kommt aus dem Kino und sagt, ach, der Film hat mir sehr gut gefallen, die haben kaum Fehler gemacht. Das ist, aber wir denken die ganze Zeit darüber nach, oder das Medium Film ist dafür total anfällig, dass immer Fehler vermieden werden. Und dann gibt's im Zweifelsfall noch wahnsinnig viele Leute. Und das Sprichwort heißt ja nicht, viele schlechte Köche verderben den Brei. Das heißt einfach nur viele Köche. Und die Diskussion, ob die gut oder schlecht sind, die ist irrelevant. Und sind Redakteure und ein zu starker Einfluss vom Fernsehen aufs Kino, ist es schlecht? Ich finde ja. Aber nicht, weil die alle doof sind oder weil die es schlecht meinen, sondern weil wir einfach dann irgendwann zu viele sind. Zu viele gutmeinende, wohlmeinende Menschen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir die größten, abgefahrensten Filme, die wir kennen, dass es dazu auch immer Making-ofs gibt, wo die Leute fast durchdrehen und alle im Wahnsinn enden, weil halt diese abgefahrenen Filme oft ganz doll in der Nähe zum Wahnsinn irgendwie entstanden sind. Wir waren einfach auch ganz oft überwältigt davon, was wir uns da irgendwie vorgenommen haben, beziehungsweise ich war dann überwältigt davon, was ich denen so zumute und habe auch, ich meine, jetzt sitze ich hier und kann irgendwie davon berichten und bin erfolgreich von einer Expedition kehre ich zurück, und das hätte aber auch in die Hose gehen können. Wir hätten auch im ewigen Eis verschollen bleiben können in dem Versuch. Aber wer interessiert sich denn dafür, dass irgendjemand mal versucht, das ist ja noch heroisch, versuchen, da den Nordpol zu entdecken, aber versuchen, einen Film in einer Einstellung zu drehen und dann hat es nicht geklappt. Das ist irgendwie, löst, glaube ich, nicht unbedingt wahnsinnige Bewunderung aus. Und nee, ich habe bis ganz zum Schluss immer doller. Also ich habe angefangen, habe gedacht, oh, ich weiß nicht, ob das geht, ja, scheint okay zu sein. Aber dann wurde irgendwann die Verzweiflung immer größer. Und ich war dann eigentlich gegen Ende davon überzeugt, dass das totaler Wahnsinn ist und dass es nicht klappen wird. Und dann hat es geklappt in dieser letzten Einstellung. Ich habe ein ganz spitzenmäßiges Regieassistenten, First AD Department gehabt. Die ganz tolle Iris Jung hat Regieassistenz bei mir gemacht und das fantastisch organisiert. Aber ich muss zugeben, dass eben das Wesentliche beim Film ist eben die Emotionalität der Figuren und wie die Figuren miteinander umgehen. Das habe ich gemerkt, als wir das erste Mal gedreht haben. Da hat keiner einen Fehler gemacht, aber es war kein Kinofilm. Es war nicht Kino. Es war irgendwie so, ja, es war gut. Aber gut bringt nichts. Und ich habe halt gesagt, ey, ihr müsst mehr Fehler machen. Ihr müsst mehr riskieren. Ihr müsst mehr einsteigen. Ihr müsst mehr. Und dann war der zweite Take und der war totales Chaos und ja, war nicht zu gebrauchen, also das war richtig schlimm. Und dann habe ich halt so ein paar Bomben platzen lassen und nochmal wieder so mich mit denen getroffen und hat den eingeheizt, den Schauspielern, und irgendwie ermutigt. Und dann sind wir halt in den letzten Take alle zusammen reingegangen und der ist dann der Film geworden. Ja. Freddy ist ja eine Naturgewalt als junger Schauspieler und auch eigentlich als Schauspieler überhaupt. Also es gibt in Deutschland überhaupt ganz wenig Schauspieler, die sein Talent haben, schlicht und ergreifend. Der strotzt ja, kommt ja aus den Ohren wieder raus, was auch immer, wo das noch alles rauskommt. Und auch Laia, ich meine, ich habe dann irgendwann mal geschrieben, die soll Spanierin sein, diese Victoria. Aber mittlerweile habe ich fast manchmal so das Gefühl, dass es so ein bisschen spooky ist, dass ich wirklich das auch, dass das für den Film wichtig war, dass ich geschrieben habe, dass die Spanierin ist, damit auch wirklich Laia Costa das spielt. Und die Art und Weise, wie die Schauspieler alle dann letztendlich, natürlich die beiden ganz vorne, aber auch Franz Rogowski als Boxer und Burak,
als Blinker und auch der wahnsinnig tolle Max Mauf irgendwie als Fuß. Das ist, ja, das hat so Dream-Team-Qualitäten. Also ich kann mir, wenn man das jetzt so als Fußballer, das war halt ganz oft so, dass meine Art Regie zu führen hatte, dann stelle ich mir das vor, Fußballcoach zu sein. Du kannst mit den Jungs reden, aber die müssen das dann auf dem Platz alleine machen. Und du kannst dir natürlich viel ausdenken. Wenn die Spieler dein System nicht spielen können, dann bist du ein Idiot. Weil dann verlierst du die Spieler und wirst du gefeuert, ganz einfach. Und das war natürlich, das hatte mit dem Talent von all denen zu tun. Und in dem Zusammenhang darf ja auch Sturla Brandt-Gröflin, mein Kameramann, nicht unerwähnt sein, der das auch einfach geschafft hat, das nicht nur irgendwie zu filmen, also irgendwie hinzukriegen, sondern der 2 Stunden, 14 Minuten am Stück einen Kinofilm gedreht hat. Einen richtigen Kinofilm. So. Einen eigenen Kinofilm, wo die Kamera einen sehr eigenen Blick hat. Wir haben immer so ein bisschen gesagt, wie so ein Kriegsreporter, der irgendwie so mit dabei ist, aber trotzdem einen durchgestalteten Kinofilm. So. Ein guter Regisseur zeichnet für mich aus, dass er keine Angst vorm Wahnsinn hat, dass er keine Angst vorm Ereignis hat. Und das Ereignis heißt ja, dass etwas passiert, was unvorhergesehen ist. Also wenn man so will, ist es wie im Urlaub. Man wünscht sich auf der einen Seite, dass immer alles klappt, wie man sich das überlegt hat. Aber man muss auch mal damit klarkommen, dass die Fähre an dem Tag doch nicht fährt oder dass man krank wird oder dass man mit dem Auto irgendwo stecken bleibt, wo weit und breit niemand zu sehen ist. Und wenn man das zulässt und wenn man dann nicht ausflippt, also meinetwegen kann man auch erstmal ausflippen, aber wenn man dann guckt, was dann passiert und dann erlebt man, das merkt man ja, weiß man ja selber aus dem eigenen Urlaub, dann kommt man nach Hause und dann erzählt man diese Scheißgeschichte das erste Mal, alle liegen unterm Tisch vor Lachen oder sind total gebannt und was ist dann passiert? Und dann merkt man, ja, das war, also die Sachen, die in die Hose gegangen sind, waren eigentlich so die wichtigsten Sachen, die uns passiert sind. Und ich glaube, für einen Regisseur ist es ganz wichtig, das zuzulassen. Kino ist für mich, und das muss man nicht neu erfinden, große Emotionalität. Und ich habe gerade vorhin hier im Zusammenhang Der letzte Mann von Murnau, habe ich mir gewünscht, dass er gezeigt wird. Leider habe ich mir gewünscht, er kann ich nicht selber angucken. Ein Hammerfilm von 1924, ein Stummfilm. Das ist die Emotion pur. Also ich glaube, der Emil Jennings heißt der, hat damals für den Film den allerersten Oscar als Hauptdarsteller bekommen. Und das ist ein Brecher von einem Film, weil er so emotional ist. Kinofilme handeln ja ganz oft von Außenseitern. Dass es so eine Identifizierung mit einem Außenseiter gibt oder mit irgendwann einer Figur, der es schlecht geht, dass ich mit der empfinde, dass ich mit der ihren Weg gehe und mit der leide und mich und dadurch auch was über mich lerne und meinen Humanismus oder meine Ängste oder meine Euphorie oder meinen Humor und dass ich irgendwie im besten Fall als besserer Mensch, das ist irgendwie so moralisch, aber im besten Fall, dass ich so als Mensch wieder aus dem Kino komme. Und vielleicht gehe ich rein ins Kino als ein gebeutelter Typ, der irgendwie 1000 Termine hat und 97 Gedanken und Sorgen und sonst was. Und rauskomme ich als jemand, der so ein kleines bisschen wieder eingeeicht ist mit wer er ist oder sein will oder nicht sein will.